Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zum Unboxing vom Xtra VC Plus Master. Ja. Wo machen wir das jetzt am besten auf? Oben, unten? Oben würde ich sagen. Ich würde sagen, oben geht's auf, oder? Ja, doch, oben geht's auf. Ach. So. Und so. Oh, das wäre. Oh! Das ist in einem Säckchen drin. Das finde ich toll. Das ist ein schöner Gimmick. Ja. Das ist ganz neu auf dem Markt. Das, ja, wir haben jetzt Säckchen, wir haben dann das Ladegerät, hier nicht wundern, hier oben ist so ein grüner Nippel, da können wir dann hier abziehen, dann ziehen wir hier praktisch den Schutz ab, der hier über dieses Display ist. Ich will es aber drauf lassen, erstmal. So, dann haben wir hier den USB-Kabel, wir haben hier praktisch USB und hier haben wir Strom. Dann haben wir noch Intelligenz, USB, LCD, haben wir noch die Bedienungsanleitung, die ist jetzt aber, das ist die in Englisch, die ist jetzt direkt beim Ladegerät mit bei drin gewesen. Wir haben sie natürlich aber hier noch in Deutsch, die ist natürlich auch mit bei. Und dann haben wir hier noch eine Wartungskarte. VC Plus, ZIP-Code, Store. Ja. Haben wir dann noch eine Wartungskarte. So, dann würde ich sagen, dann wartet das jetzt soweit zum Unboxing. Und ich würde sagen, wir werden uns das jetzt gleich mal angucken und mal laden. Ich hatte auch noch Batterien mit bei, hatte ich ja auch im Vor-Unboxing schon gezeigt. So, und ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich im Hardware-Video und dann gucken wir uns die Hardware mal genau an. Ich werde mal Probe laden. Ah, hier steht auch noch Switch. Aha, hier ist auch noch mal ein Aufkleber. Kann man da was? Kann man auch nicht freihobeln, oder? War auch noch mal ein extra, sehe ich gerade. Aber das gucken wir uns alle im Hardware-Video an. Dann würde ich sagen, jetzt hier erstmal ein Cut und wir sehen uns gleich im Hardware-Video.